Hey Leute, ich bin's wieder, der Sven, und willkommen im dritten Teil von Everybody's Gone to the Rapture. Richtig mysteriöser Fall ist hier am Start. Also irgendwie sind hier alle Bewohner nach und nach verschwunden, nachdem man wahrscheinlich Kontakt zu außerirdischen Leben hergestellt hat. Keine Ahnung. Na gut, wir wollten mal gucken, ob wir hier rein können in das Haus. Natürlich nicht. Verdammt. Aber hier oben, das ist wieder so ein Fenster offen. Und deshalb habe ich gedacht, man kann da reingucken, weil sonst sind immer die Gardinen davor. Ah, vielleicht gibt es einen Hintereingang. Nee, geht nicht auf. Schade, auch nicht. Hier sieht es echt müllig aus in den Gartenhäuschen, was hier alle haben. Gibt es hier noch drin was? Nee. Krass. Ich komme jetzt hier wieder nicht lang, schade. Ist ja richtig gut gemacht, ey. Na gut, da würde ich sagen, wir folgen jetzt mal den Wesen. Die Straße hoch. Ich glaube, wir haben auch soweit alles abgeklappert im Dorf. Mal sehen, ob wir jetzt in das nächste kommen. So, letzte Folge war das ja hier hinten bei der Werkstatt. Sprit immer noch arschteuer. Ey, 1,75 €, ey. Hart. Das sind vielleicht so umgerechnet 3 € oder so. Gucke ich jetzt nach. Dass wirklich 3 € sind. So. 1,75 €. Nein, ach nein, es sind 2,37 € kostet der Diesel und boah. 1,80 € das Benzin sind 2,44 €. Trotzdem schon hammerhart. 2,44 €. Mann, Mann, Mann. Oh, hier. Geht's weiter? Blutflecken wieder? Und das Wesen sagt, wir sollen hier hingehen. Sie von der Straße gesehen. Es sind nicht mehr viele Leute unterwegs. Ich suche nach Dr. Wade. Hören Sie, Frank. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber Ihr Steven glaubt, er sei dafür verantwortlich. Tja, das ist er wohl auch. Er sagte, Kate sei noch im Observatorium, aber das Tor wäre zu. Frank, bald kommt Rettung, da bin ich ganz sicher. Die schicken Flugzeuge oder sowas. Oh, ganz sicher schicken die Flugzeuge. Sein sogenanntes Muster. Wir stecken mittendrin. Das heißt, wenn die es aufhalten wollen, sind wir direkt in der Schusslinie. Kann ich hier noch was machen?
Zumindest jetzt gerade gespeichert. Okay. Wir gucken erstmal kurz im Haus nach. Das sind vielleicht Schadner, die lassen keine Leute außen doof raus und wollen das dann bombardieren. Das ist schon übel, ey. Geht's leider nicht mehr weiter. Ach du Scheiße. Auch überall Blut. Ich frage mich halt, warum die Nasenbluten bekommen und dann auf mysteriöse Art und Weise verschwinden. Na gut, hier gibt es jetzt nichts mehr. Hier oben. Geht's hier hinten weiter? Nee. Ja, mal gucken, wie wir jetzt hier das Wesen aktivieren, wo uns das jetzt hinführt. Von hier kommen wir doch, verdammt. Oh, wie möchte das Vieh verarschen? Mal schauen, wo uns das hinführt. Hier waren wir ja schon mal. Okay, gehen wir nochmal in die Kirche. Bist du da? Kannst du mich hören? Bist du da draußen, du Teufel? Du hast alle erwischt. Du hast alle umgebracht. Oh, lieber Gott, hilf mir. Mein Gott, gib mir Kraft. Hallo? Hallo, ist da irgendjemand? Ist noch irgendjemand da? Oh. Du bist also noch da. Ich hätte es wissen müssen. Na dann komm. Bringen wir es endlich hinter uns. Ich muss mich um meine Gemeinde kümmern. Ist er jetzt hier reingegangen, oder?
Ach, wie aktiviere ich das jetzt wieder? Verdammt. Mensch. Keine Ahnung, ich bewege den Controller hin und her und es funktioniert nicht. Komm schon. Ach, das ist doof, dass die Anzeige hier fehlt. Ach, verdammt. Scheiße, ich habe echt keine Ahnung, wie ich das jetzt hier aktiviere. Eigentlich hätte ich immer gesagt, den Controller. Ja, geil, ich bewege das schon hin und her, aber nichts. Scheiße, ich weiß nicht, ob das jetzt hier ein Bug ist oder warum ich das jetzt nicht hinbekomme. Schade, ey. Also wenn ich den Controller nach links bewege, dann wird es immer kleiner. Aber es macht halt nichts. Ihr Schall geht aus in alle Lande. Und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein. Okay, also ich habe den Knopf wieder doof angestellt. Ich musste noch X dazu drücken. Ich folge mal den Lichtern.
Wendy, okay. Ja, sieht schon wieder krass hier aus. Also die Grafik ist echt Hammer. So, wohnt hier eine Wendy oder warum heißt das Kapitel jetzt so? Tja, mal gucken, ob wir hier rein können. Oh. Vogel ist hier an der Wand. Sie sehen aber abgespannt aus heute Morgen. Der dämliche Hund hat mich wachgehalten. Und da war so etwas am Himmel. Dem Radio nach war es ein Gewittersturm. Aber ich weiß nicht, was es war. Heute Morgen lagen tote Vögel im Garten. Tut mir leid, das zu hören. Ob das vielleicht mit den atmosphärischen Störungen zu tun hat? Das weiß man Steven bestimmt. Ich wollte ihn sowieso anrufen. Wendy, ich bin vorbeigekommen, weil wir ein paar Zwischenfälle mit einigen der älteren Dorfbewohner hatten. Mrs. Borton ist, naja, wie soll ich sagen, verschwunden. Hat sich zweifellos irgendwo verlaufen. Ich wollte nur kurz nach Ihnen sehen. Das KFK spricht von einer starken Grippewelle. Ja, aber ich bin mir da nicht so sicher. Aber keine Kopfschmerzen, Nasenbluten, keine Gelenkschmerzen oder Verdauungsprobleme? Dr. Wade, ich bin gesund wie ein Fisch im Wasser. Kümmern Sie sich lieber um ein paar wirklich kranke Leute. Und falls Sie meinen Sohn sehen, sagen Sie ihm, dass seine Mutter ihn sucht. Ja, ich hatte recht, die alte Dame heißt wirklich Wendy, die hier wohnt. Kurz nach 6 zeigt die Uhr. Und jetzt speichert's. Ah, hier steht da, sag nein zu Wales. Erweiterung, genau. Scheint so, als wollten die das Observatorium erweitern. So. Ah, ich will das Haus noch weiter erforschen. Vielleicht finden wir hier noch was Interessantes. Ah, nein, leider nicht. Sieht so aus, als würde die Vögel beobachten. Ja, weil hier liegt so ein Vogelbuch, Fernglas. Hier auch Vögel an der Wand, zumindest einer. Oh, hier ein Foto von dem Denkmal von der Kirche. Na gut, da gehen wir mal hinten in den Garten. Geht's hier noch rein? Nee. Gucken, mal sehen, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Ja, war klar, dass die hier ihren Tee trinkt und die Vögel beobachtet.
in ihren Garten. Ja, hier hat sie Vogelfutter. Gibt's hier noch was in der Gartenlaube? Nee, na. Kleiner Teich. Tja, wie es scheint, geht's hier nicht so recht weiter. Rein geht's dann auch nicht. Mal gucken, ob wir auf der Straße weiterkommen. Ich hoffe erstmal. Ah ja, genau, hier. Das Wesen fliegt auch wieder hier in das Tal runter. Was ich mich auch frage, warum wir noch am Leben sind und alle anderen verschwunden. So, gucken wir nur noch mal am Infopoint hier. Genau, stimmt, die sind jetzt weitergekommen. Wir sind jetzt in Tripwolf Forest. Ui, da werden ja noch ganz schöne Strecke vor uns. Ah! Weil hier die Schmetterlinge, die gehen auch noch weiter auf der Straße hier. Okay. Na gut. Ah, noch nicht ganz die Hälfte geschafft. So, okay. Fahren Sie weg, Amanda? Oh, nur für ein paar Tage, ja. Gleich morgen früh. Ich will nicht, dass die Kinder sich diese Grippe holen. Bestimmt ist es dieser Pater Jeremy. Er verbreitet sie überall, während er alle dazu nötigt, für das Sommerfest zu spenden. Es ist eigentlich recht ruhig im Dorf, Wendy. Niemand da zum Nötigen. Oh, Pater, ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Offensichtlich. Ich wollte Amanda nur erzählen, dass es Vandalismus im Dorf gegeben hat. Bestimmt nur Teenager. Taggen nennen sie das wohl. Jemand mal Türen und andere Dinge an. Diese Rowdies. Ich sage Neil, dass er alles gut abschließt, wenn wir losfahren. Ein guter Mann wie mein Eddie ist fort. Und diese Strolche und Lümmel laufen herum und verschandeln alles. Er hat alles für sein Vaterland gegeben. Und was hat er dafür bekommen? Nichts als einen frühen Tod. Er hatte ein gutes Leben, Wendy. Er hatte ein kurzes Leben. Ich halte mich an meine Vögel, Pater. Die leben ein unbeschwertes Leben. Schlicht und frei. Ganz so, wie Gott es gewollt hat. Ah, es scheint so, als wäre von Wendy der Mann wirklich im Krieg gestorben. Ich glaube, es war der Erste Weltkrieg mit den Mondblumen. Weil da haben die Briten echt richtig viele Leute verloren. Oh, hier haben wir wieder eine Meldung. Okay, das Haus ist zu. Steht auch unter Quarantäne. Kommen wir auf das Baumhaus hoch? Tatsächlich. Oh je, hier haben Kinder gespielt. Oh nein, guck mal, die Vögel sind gestorben. Okay. Das Kind hat auch geblutet. Hm.
Wurf. Okay, mit dem Hund. Hier sehen wir die Kirche. Mit Schmetterling. Und das Kind hat auch die Wesen gesehen. Seht ihr das? Interessant. Jeder Computer im Observatorium zeigt jetzt 6.07 Uhr am 6. Juni 1984 an. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja, da haben wir ja auch schon gesehen, dass alle Uhren 6.07 Uhr anzeigen. Ei, sind wirklich auch hier auf dem anderen Bild auch die Vögel tot. Alle. Komisch. Nee, ich will runter. Was auch komisch ist, die Vögel sind gestorben. Aber die liegen nirgendwo rum. Also das heißt, die sind auch verschwunden. Ich gucke mich nur noch mal kurz um und dann folgen wir den Wesen wieder. Schade, hier kommen wir nicht rein. Ah, die Uhr zeigt auch 6.07 Uhr. Ich weiß nicht, ob wir dann... Ah, hier geht es auch noch weiter. Wir dann dort runter gehen. Ah, die haben auch gerne Tennis gespielt, so wie es scheint. Ein schöner Barbecue-Grill. Ich gehe jetzt nochmal hier unten gucken, aber das Wesen ist in die andere Richtung geflogen. Hier sehen wir es auch wieder. Schmetterlinge und Insekten haben das überlebt. Komischerweise. Scheint ein Picknickplatz zu sein. You are here. Okay, können wir auf den See schauen? Ja, genau, stimmt. Komisch, das Essen ist weg. Nur noch Besteck da. Hier auch wieder die Stimme der Sterne. Von den Sternen. Na gut, ich würde sagen, da gehen wir hoch zu den Wesen. Vielleicht führt uns das auch wieder hier runter. Mal schauen. So, mal gucken, wo das jetzt ist. Scheiße, das ist natürlich weg. Verdammt. So, wir kamen, glaube ich, von hier oben. Ach nein, da ist es. Da. Ah, es führt uns doch dort hinten lang. Okay, und ich würde sagen, wir folgen dem Wesen in der nächsten Episode weiter. Oh, was macht's jetzt? Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dahin, macht's gut.